was first just a dream has become a frightening reality for those who may oppose us. So, und damit willkommen zurück zu Mafia. Wir haben die Creme de la Creme von Lost Heaven jetzt hier. Arbeitsplatz von Don Salieri. Das Foto hatten wir schon. Gut. Der Don ist da drin. Mit Winnie. Endlich. Endlich packen wir es an. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Okay. Warum schießt du hinter der Tür? Es steht fest, Jungs. Morello stirbt heute Abend. Heute? Scheiße. Viel Glück, Leute. Hey, Winnie. Dieser Dreckskerl Morello soll qualvoll sterben. Überlass das mir, ich Vin. Weiß nicht, wie lange Theaterstücke so dauern, aber... Und? Es wird spät. Wir haben schon so viele gute Leute verloren. Drück aufs Gas, Tom! Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie. Endlich ist er selber dran. Damit so, schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen neuen weißen Anzug tragen. Das ist generell auch in diesem Spiel neu, dass man... Alles klar, Jungs? Ja, ich schwitze nur wie verrückt. Sieht übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Hm. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Ja, weiß fällt halt auf in... Ja, was zieht man zum Theater an? Ja, nicht unbedingt weiße Anzüge, sondern so Abendgarderobe. So, und Gas geben. Ja, jetzt ist da wieder Polizei. So. Hallo. Da hinten ist das Auto. So, dann wollen wir mal schauen. Ich sehe ihn. Halt sie mal ein. Oh, er hat uns gesehen. Los! Los! Gib Gas! Häng dich ran, Tom! Sonst macht der Don uns fertig! Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar! Ah. Die Bullen! Ein paar von denen haben das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Wow, wow, wow. Morellos Leute machen uns die Hölle heiß. Ich schieß mit. Morello muss ziemlich nervös sein. Hat alle seine Jungs mitgebracht. Nein. Schaltet sie aus, wenn ihr könnt. Aber wir sind wegen Morello hier. Ja, du bist immer noch eiskalt am Steuer, oder? Junge, Junge, Junge. Kommt schon, Jungs! Wir übernehmen die Stadt! Ah, fuck. Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder länger. Er darf nicht entkommen! Er könnte überall hin verschwinden! Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute stoppen. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Mein Gott. Ich weiß gar nicht. Im Originalspiel konnte man ja Morello auf zwei Arten erledigen. Entweder das am Flughafen. Oder auf der Brücke, wenn man ihn vom Flughafen rechtzeitig eingeholt hat. Wow. Lad mal nach.
Mein Gott, ey, wie viele Autos hat er denn noch auf seiner Seite? Oh. Er will uns wohl in den Gassen abschütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Das ist halt der Taxifahrer, ne? Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Ja. Diese Sätze so, dieses, was ist mit ihnen los? Erinnert mich voll irgendwie an die Splice aus Bioshock. Die waren auch irgendwie so philosophisch. Ah, oh, ich gehe von der Bühne. So war eine Art. Wohin fahren wir jetzt? Ach, Richtung Flughafen. Interessiert mich nicht. Gott, diese Kerle geben nicht auf. Wir auch nicht. Wir ziehen das voll durch. Und wenn ich ihn die ganze Nacht verfolgen muss. Was war das denn da gerade links? Die Typewriter sind am Tippen. Wo will er hin? Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen, er will von hinten rein. Er hat ein Flugzeug? Klar hat er ein verdammtes Flugzeug. Da sind noch mehr seiner Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Nö. Wir haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt. Okay, wir haben den Flughafen erreicht. Wir haben Gesellschaft, ich sehe sie. Zum Glück hast du panzersicheres Lad. Seid ihr okay? Ja, nichts passiert. Nur etwas Glas in den Haaren. Lässt sich leicht rauskämmen. Daneben zu Fuß! Los, Bewegung! Ah, Tommy gibt aber hier schon die Befehle an, würde ich sagen. So klingt das zumindest für mich. Der Rest von ihnen, da kommt noch einer! Sie kriegen Verstärkung! Hey, was? Ich halte... Aha! Nein, falsch rum, Tommy, Tommy! Da. Hinter dir! Was? Ah, da oben! Olle. Das ist Pauli, okay. So. Der sitzt hinterm Auto, sitzt da hinten. Okay, mach ich gleich. Danke, Pauli. Verarzt ich mich jetzt schon? Ja, ich verarzt mich jetzt schon einmal. So, der da oben ist tot.
Da. So, der ist weg. Boah. Alle ausgeschaltet, sehr gut. Jetzt mal die Munition einsammeln. Ich will die Munition haben. Hat er sie gesammelt? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Jetzt hat er sie. Okay. Okay, okay. Da ist auch nochmal. Okay. Ne, das Medic lasse ich mal noch. Es kommen immer mehr in diesem Hangar. Hopp. Hier ist irgendwo was. Ah, hier. Luciano Mafia. Achso, der ist, glaube ich, das Mafia 2. Wow. So, nach vorne. Ja, das Nest heißt Morello. Na komm raus. Köpfchen hoch. Da ist Morellos Wagen. Jetzt muss der da weg. Jetzt muss der da hinten weg. Hopp. Bevor ich den nehmen kann, muss ich erst den da hinten wegnehmen. So, der ist tot. Der ist auch tot. Ich hab keine Zeit zum Bluten. Die sieht ganz schön mitgenommen aus. Könnt ihr Jungs hier hinten was hören? Los, Tom! Morello muss in der Nähe sein. Ah, jetzt muss ich, jetzt. Oh, ich dachte, ich muss fahren. Mach Radio erstmal aus. Steig ein, Mann! Bring uns hoch! Wir sind zu langsam! Zieh uns hoch! Jetzt muss ich. Wir starten! Ziel auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht gut! Das funktioniert nicht! Es muss klappen! Er ist in einem Scheißflugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Ich sehe ihn nicht! Jawohl! Ich übernehme das Steuer! Damit kommt er nicht weit. Warum?
weil ich hier der Fahrer bin. Warum? Und jetzt müssen wir einen Flieger erwischen. Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allem... Hast du etwa einen Todeswunsch? I have a death wish. Wo war ich gerade? Ach, ja. Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Nur wo? Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. So, wir müssen nach links rüber auf jeden Fall jetzt, wenn es geht. Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet. Wir sind ihm auf den Fersen. Wo ist der Flieger? Da hinten. Okay, dann geradeaus. Geht der runter? Ja. Ja. Geht der. Da ist er. Wow. Ja, alles klar. Er ist runtergekommen. Kommt schon. Wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Sowas überlebt keiner. Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja. Irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Das stimmt. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar? Aber sie- weit ist denn die Straße? Ah, ist nicht mehr so weit. Okay. Ist nicht mehr so. Fahr schneller. Wo sind wir überhaupt hier? Ja, in der Nähe von der Rennstrecke sind wir. Hier gibt's nichts zu gucken. Hast du etwa einen Todeswunsch? Okay. Ach, da ist er. Oh mein Gott. Der Bastard ist tot, er weiß es nur noch nicht. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Kommt schon. Hauen wir ab. Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Crème de la Crème. Kapitel abgeschlossen. Sehr schön. Ich glaube, jetzt kommt ein Intermezzo. Sie verfluchtes Phantom. Ich habe sie 3 verdammte Jahre lang gejagt. Dafür gibt's lebenslänglich. Oder den Stuhl. Sie wollen nicht den kleinen Fisch, sondern den großen dahinter. Darum geht's also die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir einen Deal haben. Meine Familie für den Don. Mein Gott, wie viel hat er in dieser Tasche drin? Erkennen Sie jemanden? Wirklich nicht?
Der Alte ist Don Pepone, die zwei Jüngeren sind Morello und Salieri. Ja. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? April. Morellos Hochzeit, Salieri war sein Trauzeuge. Scheiße, sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Ich wusste nicht mal, dass sie Freunde waren. Ach, Tommy. Was sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. 1922 ertrinkt Pepone in einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört, also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen, macht aber keinen Unterschied. Nach Morello war Salieri glücklich. Dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war. Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf und ließ mich nicht los, bis ich eines Tages im Spiegel dieselbe Zielscheibe sah. Genau hier. Sie wollen auf meine Tränendrüse drücken, nicht wahr? Ich wollte das gute Leben nicht aufgeben, sicher nicht. Ich dachte, ich bin einfach schlauer als Morello. Damit nicht eines Tages Pauli oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Die Sache ist, das sieht man nicht, wenn man sich auf der Straße durchschlägt, um sein Leben kämpft. Dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder. Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts liegt man wach und fragt sich, was er und der Don insgeheim planen. Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten. 15 Fahrzeuge in der Garage gesammelt. Sehr schön. Wahlkampf. Gab's Probleme? Nein, Boss. Keine Probleme. Noch was für mich? Paulis ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Gehst du gern schwimmen, Tom? Ein paar Mal am Strand, klar. Ich kannte mal ein paar Typen. Fuhren mit Bräuten an den See, tranken ein paar Biere, hatten Spaß. Und dann stürzte sich einer ins Wasser. Er schwimmt in die Mitte vom See und merkt, ihm geht die Puste aus, schafft es nicht zurück. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm und weiß nicht, dass das Wasser zu tief für ihn ist. Wird panisch. Hängt sich an seinen Freund, beide gehen unter. Tauchen nicht mehr auf. Pauli ist dein Freund. Und du bist loyal. Ich respektiere das. Aber zahl nie wieder seine Rechnung. Okay, Boss. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Den angehenden Gouverneur? Ja, den. Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Pff, lustig. Er gibt mehr für Huren aus als Pauli und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden. Und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt.
Hat Winnie einen Plan? Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das Rednerpult ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Auge. Okay. Ich hol mir von Winnie die Waffe. Denk dran, du hast nur eine Chance. Verfehlst du ihn, wird er sofort weggebracht. Ich bin ihr bester Schütze. Sonst würden sie nicht mit mir sprechen. Dann mach es. Tja. Kann ich nochmal rein? Will noch mit dir reden. Na du alter Fettsack. Wenn es wahr ist, was du sagst, sind wir im Geschäft. Wenn der Don sein Okay gibt. Ist es. Ist gutes Zeug. Unsere Kunden erwarten nur das Beste. Wir haben das Sagen in der Stadt. Und damit das so bleibt, kriegen sie das auch. Mhm. So, ist meine Frau da? Wer bist du? Du hättest das gestern sehen sollen, Himmel. Wer bist du? Wer? Hier wartet eine Cola auf dich, wenn du für heute fertig bist. Wer oder was bist du? So, hier ist nichts Neues. Gut. Gehen wir erstmal hier rein. Ich denke mal, hier oben wird nichts mehr sein. Das sieht aus, als ob der 5 Stufen auf einmal nimmt, ey. Gut. Wir machen einen Schnitt und machen genau hier beim nächsten Mal weiter. Tschüss.